Servus, Salve und Hallo. Es ist Freitag. Wir haben den 25. Oktober, 17.30 Uhr. Schlusskurs im Anmarsch. Aber bevor ich an den DAX gehe, mir ist da was aufgefallen bei den Autos. Und die bringen ja jetzt auch alle in den nächsten Tagen Zahlen oder haben sie schon gebracht. Das sind die BMW. Und die BMW bringen die Zahlen am 6.11. Die Autos sind meiner Meinung nach so verdroschen worden, und zwar zu Recht verdroschen worden. Ich habe gerade eben mal nachgeschaut, seitdem der DAX da auf die 17.024 fiel und 16% gemacht hat, sind die Autos auf dem gleichen Niveau. Das war ungefähr hier auf dem gleichen Niveau. Nehmen wir mal die BMW vor. Ich habe jetzt einfach nochmal ganz simpel einen Trend gezogen, hier von dem letzten erstaunlichen Hoch bei 115, wo sie dann auch runterging. Die liegen an diesem Trend dran. Ja, der ist gut. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gestern, heute sechsmal. Das ist das eine. Aber was mir besonders auffällt, und das gilt für alle drei, das sind die doch extrem engen Bänder. Einmal hier, also jetzt bei BMW, von, ich runde leicht, 74 hoch bis 78, 70. An diesem Trend. Die Bänder sind also voll in der Chillphase und gehen sogar noch weiter zusammen. Das gibt es relativ selten. Das hatten wir hier mal. Das war am 9.7. Die Technik, das muss ich ein bisschen zurück, fängt an, sich zu stabilisieren, sowohl über den Trendfolger als auch über die Stochastik. Also ich möchte jetzt hier nicht die Hosse ausrufen, Gottes Willen. Aber, deswegen habe ich immer die Fibus reingelegt, ich kann mir sehr gut einfach mal vorstellen, dass, wie gesagt, die sind so vertroschen worden und andere Werte erheblicher gestiegen, ja, so, also eine Allianz, eine SAP, wie sie alle heißen, dass man einfach mal sagt, man nimmt in den letztgenannten vielleicht mal Gewinne mit und zieht die einfach mal ein bisschen hoch. Das wird nicht viel sein. Das eigentliche Kaufsignal ist hier so um die 81 rum, als wenn dieses Zwischenhoch überboten wird. Man kann es hier schon probieren mit einem Stop relativ nah hier drunter. Dann wäre das Ziel, deswegen die Fibos, die das 38,2er und das verbindet sich mit dem Zwischenhoch vom 27.8. Allerdings, das will ich auch dazu sagen, wenn jetzt die Wahl wie auch immer ausgeht und wir haben dann nochmal höhere Zölle, wobei BMW mit Spartanburg da ganz gut aufgestellt ist, das darf nicht mehr unterbrochen werden. Auf gar keinen Fall, weil dann geben sie nochmal 20 Euro ab. Gucken wir uns mal die Mercedes an. Wo habe ich die Mercedes? Da habe ich auch. Das sind die. So. Hier. Den Trend kann ich genauso ziehen. Und die liegen auch dran. Und die Bänder gehen auch extrem zusammen. Also hier für Mercedes 56,5 zu 58,30. Das ist extrem selten, dass sowas passiert. Technisch hier neutral, hier auch. Jetzt haben die heute Zahlen gebracht, das haben sie verloren, 1,26%. Ja. Ich glaube einfach, es ist schon viel Mist eingepreist. Da muss man einfach mal aufpassen. Also nochmal, ich möchte jetzt hier nicht hier den Boden oder den Beginn einer sensationellen Hosse beschreien. Ja, aber da wird was passieren in den nächsten zwei Wochen. Hier ist der Stop zu suchen, um die 53, bisschen hier drunter. Und weiter hochgehen sollte es, wenn wir das mit der 60, wir haben gestern, sind wir kurz dran, hatten wir hier auch schon ein paar Mal, ist für mich ein guter Bereich. Also da kann man es zumindest probieren. VW, und da muss ich sagen, da habe ich was gekauft. Vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich wollte es fühlen. Es ist eine kleine Position, aber ich wollte es fühlen. Es ist genau das Gleiche hier. Da muss den Trend ein bisschen anders ziehen. Auch hier, Bänder gehen extrem stark zusammen. Wir sind an der 20-Tage-Linie. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist verhältnismäßig hoch. Stabilisierung über das MACD, Stabilisierung über die Stochastik. Stop ist hier zu suchen oder ein K.O.-Schein unter der 87. Ich habe eingenommen, was ist denn das, 86,30er. Ja. Da habe ich mit Trag gesetzt, das will ich mir jetzt mal anschauen. Also das wird zumindest, ich würde einfach mal einen Call vorbereiten, Put vorbereiten, für den Fall, dass den Ausbruch nach oben oder unten, über oder unter die Bänder machen. So, jetzt gucken wir mal nach dem DAX.
Eigentlich könnte ich genau das Gleiche sagen wie letzte Woche. Das ist so eine Endlosschleife momentan. Wir haben Angst vor der Wahl. Die Umsätze sind moderat bis niedrig. Ab und zu bricht man irgendwie einen Wert aus, aus der ersten, zweiten oder dritten Reihe. Heute ist es mal HelloFresh mit plus 20%. Wir sind, oder vielmehr, bisher hat die 20-Tage-Linie gehalten. Die ist jetzt bei 19.333, flacht ein bisschen ab. Wir sind noch drüber. Das All-Time-High mit 19.700 ist immer noch in Spuckdistanz. Ich werde allerdings hierüber, bleibe ich ein bisschen negativer, über das MACD, sowohl über die traditionelle als auch moderne Sichtweise. Aber wir haben auch noch ein Abwärtsmomentum über die Stochastik. Ich halte mich hier völlig raus. Nach wie vor, ich will diese Wahl hinter mir haben. Und wenn, spiele ich in den sehr knackigen Schein eben hier, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, hier so 19.996er. Wenn ich mal irgendwo über die Stundentechnik ein Verkaufssignal sehe und dann nehme ich den vielleicht noch mit für 50 Punkte, das ist es aber. Die Hebel von den Calls haben sich null verändert, noch nicht mal in der Nachkommastelle gegenüber letzter Woche. Das sind die Scheine, die ich hier momentan präferiere, aber ich habe nach wie vor die Geduld, noch die nächste Woche bis einschließlich Dienstag abzuwarten. Ich will wissen, was da passiert. Und ich glaube also nicht, dass wir dann gleich 1000 Punkte runtergehen, genauso wie wir 1000 Punkte steigen. Das wird nicht so was werden wie bei der ersten Trump-Wahl, das glaube ich nicht. Ich bin sehr angenehm überrascht, dass die Bid- und Ask-Preise von den Emittenten super stabil sind. Ja, mal schauen, wie lange sie das durchhalten. Ich habe hierzu keine Meinung, außer dass wenn wir hier unter die 20-Tage-Linie gehen und das ist das Low vom Mittwoch, dann können wir auch nochmal diese Etage tiefer gehen. Andererseits, oberes Band in Verbindung mit dem All-Time-High hat auch noch Platz nach oben. Ja, es ist, für mich ist das hier eine Pattsituation und da muss ich nicht dabei sein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.